Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sabine die Cat. Ich begrüße euch recht herzlich zu Die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel Teil 2. Ja, Teil 1 habt ihr ja schon auf meinem Kanal gesehen. Das hier ist die Fortsetzung. Und ja, wieder ein sehr gutes Spiel. Und ich möchte dieses Spiel wieder als Komplettlösung anbieten. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Wir beginnen natürlich ein neues Spiel. Nehmen wir die Orange. Dann geht's auch schon los. Delta 4, hier ist Romeo 5. Die Insel ist mindestens 30 Kilometer lang. Im Westen erhebt sich ein Berg. Habe den Zielbereich erreicht. Ich kann das Mädchen sehen. Verschollene zusammen mit ihrem Affen an Bord. Meine beiden Passagiere sind in guter Verfassung. Kehre zur Basis zurück. Ende. So, also wie wir sehen, wir haben es nicht weit weg geschafft von der Insel. Vom Regen in die Traufe. So, neu ist bei dem Spiel, wir können als Chap und als Mina spielen. So, das erste spielen wir mal als Chap. Der Pilot hat es leider nicht überstanden und die Mina ist auch bewusstlos. Das heißt, wir blasen als erstes mal die Rettungsweste auf. Freut sich der Chap und machen den Gurt hier unten auf. So, wir sind am Grund vom See praktisch. Ja, mitnehmen können wir nichts. Und dann öffnen wir die Fensterluke und zischen ab hier. Der Chap ist ja ein alter Rounder, der kann alles. Nur sprechen kann er nicht. Du hast mich aus dem See herausgeholt. Du bist unglaublich. Ein absolutes Phänomen. Ohne dich wäre ich jetzt Fischfutter, Jeb. Der Hubschrauber wurde abgeschossen. Wer war das? Einer von Nemos Robotern? Und du hast den Vulkan ausbrechen sehen? Und dass der Wasserspiegel des Sees angestiegen ist? Das Granithaus muss überflutet sein. Ich habe mein Telefon verloren. Es muss von meinem Handgelenk gerutscht sein. Okay, denken wir mal in Ruhe nach. Sie wissen, dass ich auf der Insel bin und werden mich holen. So viel ist sicher. Ich hoffe nur, dass der zweite Hubschrauber es schafft. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Aber ich sitze hier und kann nicht laufen. Jeb. Bring mir etwas, womit ich mein Bein verbinden kann. Einen Verband für mein Bein, okay? Ja, als erstes knuddeln wir sie mal. Oh. Mein kleiner Schatz. Freut er sich. Okay, dann gehen wir mal auf Suche. So. Wir kennen ja schon das Gebiet so ziemlich vom ersten Teil. Dann gehen wir mal einen Schritt zurück. Ja, der Chap hat irgendwas gerochen und wir müssen jetzt schauen, was es ist. Wir drehen sich einmal um. Hier hinten sind Blätter. Dann gehe ich mal nach vorher. Das Orangen. Und zum Glück keine echte Schlange, nur noch ihre Horde.
Da oben sind Hornissen. Aber zu dem Ganzen kommen wir erst ein bisschen später zurück. Ich gehe jetzt mal zum Sumpfgebiet runter. Die können wir leider noch nicht erreichen. Aber wir können uns Ton holen. Der Chap ist jetzt übrigens auch schön dreckig, wie man in den Flecken sieht. So können wir die Mine dann nicht muddeln. Wir müssen uns vorher waschen. Dann hier gibt es Eier zum Essen. Und einen großen Bambusstock. Dann können wir vorgehen. Wieder zur Richtung Haus. Nee, sonst gibt es hier nichts zu suchen. Zu sehen. Hier finden wir Würmer. Und eine Ocarina. Und dann gehen wir mal zu dem freundlichen Affen dahin. Da können wir jetzt Nüsse knacken. Den lausen wir mal. Yummy, 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 yummy. So. Und jetzt können wir... Er mag uns. Jetzt können wir ein bisschen betteln gehen. Reiß rüber, Manda. So, und wir sind jetzt in der tollen Lage, dass wir Nüsse knacken müssen. Also, Arm heben. Und schon ist sie pulverisiert. Ungefähr 10 Stück sollten wir jetzt holen. Und zwar genau so. Es gibt auch einen einfachen Modus dafür. Aber es klappt doch so gut. So ein paar machen wir noch. Es gibt doch ziemlich unfreundliche Affen hier. Die werden wir auch dann gleich kennenlernen. So, zwei mache ich noch und dann lassen wir es gut sein. So, keine Früchte mehr. Gut, 10 haben wir zusammen. Dann waschen wir mal den guten Chip. Ah, okay, ist gar nicht mehr dreckig. Gut, sollen wir auch recht sein. Dann gehen wir mal nach vor. Ich lege mal alles ins Inventar hier, was wir haben. Die Würmer, den Stuck der. Dann haben wir den Ton. Orangen und Blätter. So, die Schlangenhaut nehme ich gleich mal in die Hand. Hier in der Kiste können wir noch was holen. Einen Lappen und einen Haken. So, dann gehen wir hier runter. Und da haben wir jetzt den unfreundlichen Affen. Wir haben ja die Schlangenhaut in der Hand. Ja, du. Das ist der Big Boss hier anscheinend. Und den verscheuchen wir jetzt mit der Schlangenhaut. So, leider hat er jetzt das Gewehr mitgenommen, aber das bekommen wir später wieder. So, wir nehmen als erstes mal hier den Baumstamm mit, den durchgebrochenen Ast und einen Grashalm. So, jetzt verstaue ich wieder alles so kreuz und quer. Vom Affen haben wir momentan Ruhe. Den Haken hier rein, das Tuch. Und jetzt gehen wir noch Ameisen fangen. Das ist auch wieder so eine Arbeit. Manche laufen schneller, manche langsamer. Ab eine habe ich schon. Boah, ich brauche irgendwas zwischendurch, wenn es mal wieder länger dauert. Okay, irgendeine Ameise wird doch hier rumlaufen, die was ich erwischen kann. Okay, man kann auch rausgehen. Dann nochmal hin, dann kriegt man die langsam laufenden nämlich besser. Wir haben erst 4, wir brauchen 10 Stück. Nicht mal die Langsamläufer kriege ich hier.
großen, fetten wenigstens. Okay, geh nochmal raus. Und nochmal rein. Ich brauche noch zwei. Na komm, 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 komm. So, jetzt haben wir alle 10 beisammen. So, dann gehen wir nochmal zurück und den schmutzigen Lappen, den wir haben, den können wir auch da vorne waschen. So, das legen wir hier her. Nehmen wir den Lappen, den waschen wir jetzt hier. Und dann haben wir auch schon für die Mina einen Verband. So, dann gehen wir wieder runter zu der netten Dame. Hier lang. Und hier lang. So, Mina. Oh, schau nicht so traurig. Hab dir was mitgebracht. Und Jeb, hast du meinen Verband? Logisch. Danke, Jeb. Genau das brauche ich. Ich fühle mich schon besser. Aber ich bin noch immer erschöpft. Iss etwas, während ich mich ausruhe. Wer weiß, welche Abenteuer noch vor uns liegen. Dafür musst du in Höchstform sein. So, jetzt müssen wir die Leiste auf grün bringen. Ich knuddel sie einfach nochmal. Knuddeln bringt auch immer Energiepunkte. Du magst Streicheleinheiten, nicht wahr, Süßer? Immer doch. So, dann können wir jetzt eine Orange essen. Und ein Ei. Dann können wir auch gleich die Blätter essen. So, dann haben wir nämlich einen Schwamm. So, und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr, sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke anzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.